Hallihallo, hallöle und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Fiesta Online. Wir sind immer noch bei den Grünlingen. Ich brauche noch ein paar große und dann bin ich auch fertig. Zumindest mit dieser einen Quest. Wir werden vermutlich noch die nächsten ein bis zwei Folgen vermutlicherweise hier bei den Grünlingen bleiben, weil ich auch diese Quest eigentlich als relativ sinnvoll und wertvoll eigentlich erachte. Zumindest halt, was jetzt Zeiteffizienz halt auf jeden Fall angeht. Und da will ich versuchen, auch immer meistens immer relativ gut dabei zu sein mit der Zeiteffizienz. So. Ja, dann ist das so die erste WDH, die sich wirklich lohnt. Oder was er so erst hat, ab 77 die. Nee, das ist die zweite WDH. Wir hatten. Welche denn noch? Da hatte mich nämlich schon mal jemand, ein Abonnent, beziehungsweise ein Zuschauer mal drauf hingewiesen. Abonnent weiß ich nicht. Aber Zuschauer. Und er meinte, oder er hatte mal gefragt, warum wir denn nicht die Königspilzsporen machen. Und wir hatten ja schon in den Videos davor, das waren glaube ich zwei, drei Folgen davor, hatten wir ja schon entdeckt gehabt, dass diese Quest enorm viel gegeben hat, diese Königspilzsporen. Also die haben, jetzt brauchst du 8 Millionen, die haben zum damaligen Zeitpunkt haben die 800.000 gegeben pro Quest. Also waren dort auf, weiß jetzt gar nicht, ja, wahrscheinlich auf gutem Schlossniveau sogar. Gibt die Schlossquest eigentlich, weißt du das? Kurz gucken, gibt 900, also 917.000. Ja, dann kannst du sogar eigentlich sogar fast sagen, du machst die Königsbildsporen, ne? Die sind, ich glaube, du brauchst 10 Stück. Puls 2 Seiten. Na gut, hast du halt auf jeden Fall schon mal die Hälfte. Hast auch nicht das Rumhergerenne mit dem Abgeben und so weiter und so fort. Also für jetzt Spieler, die jetzt das mit dem Schloss nicht zur Verfügung haben, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie gesagt, 800.000 für auch wirklich eine sehr, sehr kurze Zeit, ne? Also kann man auch nichts dazu sagen. Waren das echt nur 10? Das waren, glaube ich, nur 10. Die haben das runtergepatcht gehabt mittlerweile dann. Kurz nachdem wir da durch waren. Das war der große Patch, den wir irgendwann mal im Let's Play mit erwähnt haben. Der ist aber auch schon ein, zwei Monate her. Also ich für meinen Teil würde jetzt sogar meinen, also wie gesagt, weiß gar nicht, bis. Ja gut, bis 61, ja gut, Schloss kannst du schon noch machen, ne? Ich würde da sogar einen Mix empfehlen, denke ich, mittlerweile. Also, man kann das, denke ich, gut machen. Mit den Königspilzsporen und Schloss, so in Kombination sogar vielleicht. Gegebenenfalls sind sogar die Königspilzsporen sogar etwas schneller wie Schloss am Ende. Da will ich mich aber jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wie viel gibt denn jetzt die Grünlings-WDH haben? Guck ich gleich nochmal nach. Moment, dürften 600.000, 700.000 sein. 600.000. Und klopfst hier noch ein bisschen rum? Na gut, das klopfst du auch über woanders rum, ne? Okay, gut, das Kloppen kannst du jetzt nicht unbedingt mit reinrechnen, aber ja gut, bin jetzt bei. Ja, ich habe die Quest in der letzten Folge zweimal abgeben können, sozusagen fast. Und ja, das ist immer gut dabei, das ist auf jeden Fall relativ viel. Also ich glaube, ich habe so ansonsten in den letzten Folgen immer mal 1, 2, 3 Folgen sogar auf für eine Quest teilweise gebraucht. Weil für diese großen Drop-Quests lohnt sich halt eigentlich nicht unbedingt, weil du kannst ihm das mittlerweile auch hier persönlich so abgeben, musst nicht mal mehr nach Uhuga zurück, nicht mal mehr laufen, sondern gibst das einfach so ab. Also, ziemlich viel einfach, muss man echt sagen. Also vor dem Patch war es echt noch so, ab 77 gab es erst die erste WDH, die sich wirklich gelohnt hat zu machen, alle anderen haben sich nicht gelohnt. Anscheinend hat sich das jetzt ganz schön geändert, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so krass ist. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der 60er Bereich wurde auf jeden Fall dahingehend gut überarbeitet. Weiß gar nicht, wir werden nochmal schauen. Die Echsenmänner waren das, glaube ich. Die habe ich leider schlecht damals noch in Erinnerung und habe ich auch aktuell noch schlecht in Erinnerung. Ich habe die ja letztens schon mal 10 Stück gehauen gehabt irgendwie. Aber vielleicht ist das irgendwo, vielleicht ist der Drop auf einer anderen ID, aber ich hatte, glaube ich, Klauen hatte ich auch gebraucht gehabt. Aber kann trotzdem sein, dass das unterschiedliche andere Klauen sind. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wird man sehen mit dem nächsten Level. Das ist der Schlamm der Reinigung. Ach, das war Schlamm, oder? Ach ja, stimmt, das war Schlamm. Okay, gut, ich dachte, wir klauen. Okay, der hat früher gefühlt bei dem 100. Echsenmann gedroppt. Ja, stimmt, ja, das war richtig schlecht, ja. Genau, oder? Kannst du jetzt auch unterwegs abgeben. Ja. Ja, dann wird da auf jeden Fall auch noch was gemacht worden sein. Sei es halt, dass dort die Droprate verändert wurde oder sei es dort, dass die Quest Drops vermutlich runter. Ja.
Genau, so wird es vermutlich abgelaufen sein. Aber werden wir sehen. Vermutlich erst ab der übernächsten Folge oder vielleicht in der nächsten Folge. Schauen wir einfach mal. Ja. Du hast mir schon 1% geglaubt. Jo, ist auch gut, ne? Ja. Ja. Habe ich auch gut gemacht. Ich hab letztens sogar mal einen Verkaufsstand aufgemacht. Irgendwann einmal. Das ist schon gern Am länger her. 8.10. Ja. wahrscheinlich. Da warst du kurz online, habe ich gesehen. Also, das stand zuletzt online. 8.10. Nee, 10.8. So rum. Ja, 8.10. Der kommt noch. Nee, 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 nee. Das war, wo ich mir den Bogen abgeholt habe. Ja, Zwischendurch hatte ich dann. irgendwann mal, irgendwann einmal einen kurzen Verkaufsstand offen. Und, ja, gut. Gold war es, glaube ich, gewesen oder so. Ja, so um den Dreh. Ja, eine Sache wurde verkauft, bin mir aber jetzt Immerhin. gar nicht so sicher. Ja, immerhin, genau, richtig. Ich muss allerdings auch dazu sagen, muss man mal schauen, wie es wird. Ich bin am Überlegen. Dadurch, dass die Gilde von Julian hier absolut inaktiv ist, bin ich am Überlegen, sogar eine Let's Play-Gilde aufzumachen. Ich weiß nicht, ob es den Namen Let's Play schon gibt, aber wenn nicht, kann man den in abgewandelter Form benutzen. Momentan allerdings kein Gold dafür. Let's Play-Gilde deswegen, weil der Black ist nämlich jetzt auch noch mit auf Eisel gewechselt, zumindest jetzt, was seinen Livestream angeht. Und da schiele ich auch ein Stück weit zum Black herüber. Und dass man da halt zusammen was macht. Außerdem ist es meistens auch immer ein gutes Erkennungsmerkmal, was einen halt auch meistens immer ja zusätzliche Ingame-Werbung immer ein Stück weit beschert, weil, wie gesagt, mein Name ist ja ganz normal. Ja gut, wird man sehen, ob es dann vielleicht nicht zu nervig wird, wenn einem die Leute zu doll anschreiben oder was auch immer, oder wenn es dann irgendwelchen Hate oder irgendwelchen Flame gibt. Oh, meine Güte, da war schon wieder das, was ich vor der Besprechung bzw. vor der Aufnahme gesagt Ich hab's habe. absolut gar nichts gemacht. Ja, so du irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe nichts gemacht, nicht bewegt, nicht, mich nicht bewegt, nichts gedrückt, nicht. Ja. Ich weiß nur, dass es die Gilde, die Let's Play so ohne Icon und ohne Leerzeichen geschrieben wird, nicht gibt. Der Name ist so geschrieben noch frei. Achso, no, dann ist doch gut. Dann ist doch gut. Also wenn du 50 Gold hast, ne, kannst du die gründen. Ich habe momentan leider nur 4 Gems. Oh, Oder 4,5 ungefähr. siehste? Aber wenn du Bock hast, kannst du das machen. Sogar. Weil ich habe nämlich nur 13 Gold. Das dauert Ewigkeiten. Das fand ich auch ein bisschen schade, dass das hochgesetzt wurde, ne? Ja, Hätte stirb mal man. kurz nicht. Ja. Überleben und nicht sterben. Ja, genau. Also wenn du das erstellst, ne, LP als Tag. Es gibt keine Tags. Hä, gibt's nicht mehr? Hey, das gab's doch früher mal, oder? Doch, Irgendwie klar. in Klar. einem anderen Spiel vielleicht, weil Tags. Ja, Wie heißt Tags? der? Ja, doch, Gilden klar. Tags? Was? Kannst den Namen erstellen und das war's. Echt? Namen, Passwort und ob die Gilde Krieg sein soll und das war's. So, aber früher war das mal so. Da musste man noch einen Tag wählen. Doch, klar. Hä? Nee. Bin ich Doch. denn im anderen Game? Eigentlich nicht. Hab ich da noch eine Fiesta-Erinnerung. Aber okay, kann natürlich auch sein. So, ich habe hier die Quest wieder mal fertig. Geil, Quadbug beim Einloggen. Aber ich kann sie nicht annehmen, weil ich. Ach Mann, oh. Ich hasse es. So, Ja. zack. Und zack. Oha. So, als solltest du vom NPC wegrennen. Wer? Ich? Ja, wenn du die Quest im Laufen annimmst, ist das so, als würdest du eine Quest annehmen. Er hat doch gerade funktioniert. Ja, hast wahrscheinlich schon schnell genug geklickt. Achso, okay. Willst du sagen, ich nenne es mal unsichtbare NPC erschaffen, er steht dann da und du rennst vor dem weg. Also, was ich meine, wenn du Quest Ist halt jetzt annimmst die oder Frage, hast du kriegst. die schon erstellt oder was? Oder willst du die gerade Ne, ich erstellen? hatte ja gerade Wortberg beim Achso, okay, Einloggen. gut. Ist halt die Frage, ne? Ob man normal Let's Play nimmt oder Let's Play Together. Das darfst du entscheiden. Let's Play Together klingt ein bisschen doof. Ja. Na gut, Akademie wo. verlassen, okay. Akademie verlassen. Ich über 50 Gold auf dem Char. Ah, ja, hier habe ich mein Geld, stimmt ja. Erstellen. Bildernamen eintragen. Bildenkriege, nein.
Oder? Nein. Ey, da kommt dann so ein Hans Wurst an und erklärt mir mitten im letzten Play den Krieg oder Na was. klar. Oder Geil, auch ey. im Monster, du kannst ja gar nicht so viel da lassen. Kannst du niemanden heilen oder was? Ey, am Arsch ist das. Echt am Ja. Arsch. Nee, nee. Nee, nee, das machen wir nicht. So. Und zack. Muss mal gleich zum Gildenmeistertypen in einer Stadt und die Acker verlassen. Ach stimmt, ja, genau. Ja, also, wie gesagt, ist halt gar nichts mehr los jetzt. Ich hatte mich ja dort, bin ja dort noch drin geblieben. Also, hat ja auch Special-Rechte jetzt am Ende. Aber ja, gut. Wurde umbenannt. Gut, das habe ich gar nicht erwähnt, aber ja gut, das hab ich auch erst beim letzten Einloggen festgestellt. Hat scheinbar wer auch immer irgendwie umbenannt, die Gilde. Ja, gut, und ja, ist halt schade, dass halt immer große Gilden dann halt immer gehen, weil war ja mal ein bisschen größer eigentlich das Projekt, ne? Ja. Ich war ja, als ich noch aktiv war, habe ich immer den gelben Meister motiviert, dass er noch weitermacht und so und aktive Mitglieder reinholt. Aber irgendwie, seitdem ich dann aktiv gegangen bin, hat ihn keiner weiter motiviert. Und dann hat er auch keinen Bock mehr und keine Ahnung. Jetzt ist Ich hab anscheinend die das. Gilde noch umbenannt und alle Ja. AKLA gekickt. Ja. Ich habe das eigentlich immer relativ gerne gemacht. Also Gildenmeister sozusagen gespielt. Das heißt, wirklich sich damit auseinandergesetzt. Ja, wie macht man jetzt? Wie macht man das Ganze jetzt? Und so weiter und so fort. Das habe ich eigentlich wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Aber. Ja, gut. Am Ende hat mir das auch nichts gebracht. Ne? Also, wo ich sagen muss, also. Ich habe nie so viele Kontakte durch, beziehungsweise Kontakte, die bis heute teilweise sogar halten. Ja, oder? Ja, doch, doch, kann man schon so sagen. Kontakte, die bis heute halten, in diesem Spiel halt kennengelernt, wie in einem anderen Spiel halt, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel das mit League of Legends vergleiche, da gibt es deutlich weniger soziale Funktionen, wie das hier möglich ist. Die Leute sind hier auch einfach vom Wesen her etwas anders. Weiß jetzt nicht. Suchen den Ja. Kontakt, sagen wir mal so. Doch, das kann man schon so sagen. Die Leute, die dieses Spiel hier spielen, suchen den Online-Kontakt als Art Partnerbörse sogar teilweise. Ja, also damit lehne ich mich gut aus dem Fenster. Aber es ist teilweise ist es wirklich so. Die Leute sind hier jetzt nicht unbedingt jeder, Ich kann dem ne? nur zustimmen. Nicht unbedingt jeder, aber. Viele Leute sind da halt einfach wirklich komplett aufgeschlossen oder aufgeschlossener, als wenn man das jetzt, wenn man die anderweitig halt auf jeden Fall kennenlernt oder vielleicht lernt man diese Leute auch anderweitig nämlich gar nicht kennen. Das ist nämlich dann die nächste Geschichte. Das gibt's nämlich auch. Weiß Und, nicht, wie das bei LOL jetzt ist, aber ich denke mal, bei Fiesta ist das einfach so, weil man hier viel, wenn man nicht gerade ein Let's Play macht, viel rumsteht und mit den Leuten textet und sich dadurch kennenlernt, weil man ist ja nicht permanent am Leveln. ja, Und bei LOL ist permanent genau. Action und so, da hast du nicht so viel Zeit zum Texten. Also meines Erachtens ist es so, dass es funktioniert bei LOL, dass man darüber, also über TeamSpeak dann halt, ne, auf jeden Fall. Also gut, LOL, ich weiß jetzt nicht, wie gut kennst du das Spiel an sich? Videos gucken, das war's. Videos gucken, okay. Na, wie gesagt, du hast ja wirklich nur diese 40-Minuten-Spiele, kann man so sagen, im Durchschnitt. Und da passiert jetzt im Grunde genommen nicht viel. Vielleicht lernst du darüber mal jemanden kennen, aber da ist es auch nie wirklich, also du kannst nie wirklich aus den Leuten, die dort mit dir spielen, kannst du so selten, kannst du da, außer vielleicht am Schreibstil, herauserkennen, ob das jetzt MW, was auch immer, oder wie auch immer, irgendwer, und dann teilweise sind das nicht mal Deutsche, ne? Da ist es wirklich schwierig, ne? Hier ist es halt wirklich so, ne? Die Leute kommen wirklich aus einem einzigen Land im Normalfall oder drei Ländern Maximum halt. Ne? Ich nehme da jetzt mal Österreich und Schweiz einfach mal noch mit rein. Und kannst dir sicher sein, die sprechen deine Sprache und im Normalfall. Und ja, haben alle dasselbe Ziel, nämlich dieses Spiel zu spielen. Und ja, gibt wenig Flame oder wenig Flame-Möglichkeiten selbst so. Wobei sogar durch Flame kannst du Leute kennenlernen. Das ist halt auch übelst Ja. krass.
Das Witzige ist, ja, ne? Darüber kann ich ja, erzähle ich dann immer in der nächsten Folge nochmal darüber. Allerdings, das Gildenkonzept meiner alten neuen Gilde war damals gewesen, die ich halt neu erstellt hatte. Auch schlechte Publicity ist Publicity, und da sage ich einfach mal in der nächsten Folge mal was dazu. Und ich würde sagen, das war's auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören auch vor allem. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Bye bye.